Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Visage. Und ja, wir sind hier jetzt gerade in unserem kleinen süßen Keller hier. Ja, natürlich, ich habe erst vor 10 Sekunden angefangen und hier sind schon wieder lauter Kackgeräusche. Dankeschön, das ist nicht unbedingt das, was ich wollte. So, also, jetzt ist mal wieder eine Woche lang her. Eine Woche lang nicht gespielt, das heißt, ich werde erstmal wieder ein bisschen Zeit brauchen, um hier reinzukommen. In das Game, was? Interagieren, halten, Inventar öffnen. Was kann ich denn da jetzt machen? Wahrscheinlich kann ich einen Schlüssel, du kannst nicht verwenden. Nicht, diese Tür ist nicht verschlossen. Hä? Wie, die ist nicht verschlossen, warum? Darauf, sie ist verschlossen, aber gerade eben hat er mir angezeigt, die ist nicht verschlossen. Diese Tür ist nicht verschlossen, hä? Das ist ein seltsames Symbol darauf, sie ist verschlossen. Alles klar. Ja, cool, da hat wieder irgendwer das Licht ausgemacht. Ich gehe mal schnell ins Licht. Ich sehe gerade, mein Geisteszustand ist momentan nicht so gut, also gehe mal schnell ins Licht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Lol, da hat irgendwer geschrien, gerufen, ich weiß nicht. Ach ja, stimmt, ich muss ab und zu ins Licht, damit die paranormalen Aktivitäten nicht so ausrasten, ne? Ja, das wird jetzt sehr, sehr geil. Ich könnte auch einfach die Tabletten da nehmen, aber dann gehen mir die Tabletten aus. Und ich nehme sie ja sowieso immer aus Versehen, also von daher... Kann mir das eigentlich gestohlen bleiben? Sehe ich eigentlich, wie viele ich noch habe? Also ich sehe da so 3 ungefähr jetzt. Alter! Schnauzefresse! Okay, ich glaube, mein Geisteszustand wird nicht mehr besser. Der war ja schon von Anfang an schlimm, aber jetzt... Jetzt ist es echt hardcore. Okay, ich... Würde es sehr bevorzugen, wenn die Geister hier das Licht anlassen könnten. Dankeschön. Echt geil von euch. Ich habe gesagt, Licht anlassen, du... Nicht beleidigen, sonst wird der Geist böse. Alter, jetzt hör doch auf! Ist hier mal ein richtig schlimmer Keller hier. Ist ja noch viel schlimmer als meiner. Meiner ist schon nicht so geil. Ja, ist ja gut. Ach ja, dieses dämliche Tür aufmachen, genau. Ja. So. Da ist nichts drin in dem Schrank. Alter, jetzt muss ich alle 5 Sekunden in das Licht oder was, damit ich nicht durchdrehe. Hier geht's aber auch ab. Der schreit da ganze Zeit rum und das Licht geht ganze Zeit an und aus. Alter, nee, ist klar, oder? Kann ich nicht einfach hier bleiben? Kann ich nicht einfach hier bleiben? Hier ist doch auch ganz schön. Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann! Sei doch mal still! Interagieren. Seltsames Symbol, sie ist verschlossen. Ja, was für ein seltsames Symbol? Ich sehe da kein seltsames Symbol. Ach doch, das ist so ein chinesisches Zeichen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, okay. Jetzt lade ich mich hier noch einmal auf und dann... Boah, jetzt halt doch mal die Fresse! So. Einmal ausgeruht und dann können wir mal gucken, wo wir hier vielleicht eine Glühbirne reintun können oder so. Hier geht's uns wieder gut. Nee, nicht die Tabletten dahin legen. So, was haben wir denn da Feines? Hier wären zum Beispiel Kerzen, aber leider haben wir keine Kerzen. Im Dunkeln zu stehen? Ich stehe ja nicht im Dunkeln. Hat er schon wieder das Licht ausgemacht? Nee, hat er nicht. Guter Junge.
Nee, du machst das Licht aus, Alter. Boah, ey, könnt... Lieber Geist, oder was auch immer du bist, beruhig dich mal bitte. Ja, macht nichts. Hier ist das Licht angeblieben. Passt schon. So, wo haben wir denn den anderen Lichtschalter? Jetzt hör noch mal auf. Was hast du denn gegen Licht, Mann? Licht ist was Gutes. Oh Gott. Ein dunkler Flur. Natürlich, warum nicht? Alter, diese Geräusche. Was geht denn hier ab? Was ist das für ein Haus, Mann? Also hier sind wieder viele Türen. Ja, ich weiß, ich habe einige Schlüssel, aber ich würde gerne erstmal... Och, jetzt hör doch auf! Ich weiß, du willst Strom sparen, aber ist mir egal. Hör auf damit. Warum kann ich die nicht bewegen, die Tür? Ach, die geht nach vorne auf. Alter, was ist mit diesem scheiß Haus los, wirklich? Sowas kauft man sich doch nicht. Lichtschalter hier irgendwo. So. Scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. So ein Haus kauft man sich nicht. Das macht man ganz einfach nicht. Das Haus ist kaputt, sage ich. Jo, was geht ab? Hier scheint ja eine ganz schöne Party zu sein. Wie lange hält mein Feuerzeug eigentlich gleich wieder? Ach Gott, dieses Haus ist einfach zu groß. Schnauzefresse. Hörst du bitte auf mit dem Feuerzeug? Danke. Lagerraum. Oh, cool. Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Geil. Schön, dass mein Geisteszustand auch dann schlechter wird, wenn ich gerade was lese und nicht interagieren kann. Aber cool, wir können hier halt Gegenstände ablegen. Geil. Finde ich super. Wenn unser Inventar voll ist, ist es ziemlich nice. What the fuck? Was ist denn das für ein gruseliges Foto, Alter? Alter. Ja, so sieht man nichts. Was ist denn das? Also dieses Foto ist ja wirklich... Ah, richtig ekelhaft. Hier ist wieder die Jungfrau und ein paar Kerzen. Alles klar. Gut. Kann der hier auch das Licht ausschalten? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht herausfinden. So, ich kann hier also Gegenstände ablegen, oder wie? Ich lege sie jetzt einfach mal hier in den Schrank, weil ich will wirklich ein bisschen... Alter, jetzt hör doch auf! Ich will halt wirklich ein bisschen was loswerden. Hier. Fallen lassen. Rechts fallen lassen, links fallen lassen, genau. Dann... Das hier... Jo. Ach, jetzt lass es doch gut sein, Mann. Ich bin hier gerade beschäftigt. Ich muss hier gerade mein Inventar irgendwie sortieren. Der Geist übertreibt schon so ein kleines bisschen, ne? Oder was auch immer das ist. Ich weiß ja nicht, um was es sich da handelt. Aber... Ne, die Tabletten lasse ich jetzt mal da, wo sie sind. Genau, sonst nehme ich die wieder aus Versehen tausendfach. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell ins Licht, schnell ins Licht. So. Gut, Leute, wo gehen wir denn jetzt lang? Also, wir haben wieder viel zu viele Wege, finde ich. Ich finde es nicht gut, wenn ein Spiel so viele Wege hat. Und ich finde es auch nicht gut, wie hier die Türen aufgehen. Kann ich das irgendwie umschalten? Das muss ich mal gucken. Irgendwann. Irgendwann muss ich mal gucken, wie man das umschaltet. Ich konnte mich hier mit irgendwas interagieren. Da. Okay. Nicht weiter untersuchen. Das ist einfach irgendwas. Gut. Dann gehen wir mal hier hin.
Ist irgendwas... Aha. Ja, viel heller ist es jetzt nicht geworden, ne? Weil da ist eine Lampe und die muss angeschaltet werden. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jawohl. Ach nö, wieder irgendwas mit Kindern. Ach nö. Na, ich mag das nicht. Aufheben? Halten, verwenden. Ach, das ist noch ein Feuerzeug. Ja, geil, ich habe zwei Feuerzeuge, Mann. Schnauzefresse, habe ich gesagt. Ja, Mann, jetzt... Jetzt habe ich doppelte Feuerzeugpower. Woo! Ja, geil. Ich weiß nicht warum, aber ich habe halt zwei Feuerzeuge. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte vielleicht eines im Lagerraum ablegen. Jetzt halt doch mal die Klappe. Ja, ich weiß, du bist da, Geist. Ist, oder was auch immer du bist. Ist ja wunderbar. Schön, dass du da bist, aber du musst dich nicht alle 10 Sekunden bemerkbar machen, ja? Cool. Was haben wir denn da Feines? Oh, das ist eine Kerze. Kerzen sind... Satationäre... Ja, ich bin auch so ein Satationär, genau. Stationäre Leuchten, die mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn du nicht mit einer Kerze in der Hand bewegst, erlischt sie. Sie leuchten lange und dienen als Lichtquelle, die den Verstand deines Charakters bei Sinnen hält. Alter, was ist mit dem Geist los? Ohne Witz mal. Der übertreibt ja völlig. Aha, okay, da hängt irgendeine Notiz. Ja. Also ich denke, ich werde hier jetzt mal ein Feuerzeug ablegen. Ach, komm schon. So. So. Dann links fallen lassen. Ich lasse das neue Feuerzeug lasse ich hier. Alter, was ist denn los? Das alte kommt mit mir. Das alte Feuerzeug. Was ist denn bei dir kaputt, Alter? Was ist denn das für ein kaputtes Baby? Auf dem Grammophon liegt keine Schallplatte. Ja, geil. Das macht so ein Grammophon sehr sinnvoll. So, da liegen wieder Tabletten. Geil, die nehme ich doch direkt mal. Dankeschön. So. Wieder Tabletis. Was haben wir da? Ah, nein, verdammt, ich habe aus Versehen die Tablette genommen. War ja klar. Ich hätte die gerne nicht mehr in meiner Hand, wenn ich ehrlich bin. Aber das lässt sich nicht vermeiden, ne? Weil ich kann stattdessen die Kerze nehmen, oder? Oder einfach gar nichts. Ja, geil. So ist auch gut. Okay, da ist nichts drin. Ich nehme aber jetzt die Glühbirne mit. Einfach so, damit ich sie halt habe. Und dann schauen wir mal, weil die wird hier hoffentlich nicht ohne Grund liegen. Da ist nix. Doch, da ist wieder eine Tür. Alter, das ist mir einfach alles zu groß. Oh, es hat geklappt. Geil. Und da ist wieder eine Glühbirne. Ja, wir haben schon eine, danke. Das sind wieder Tabletten. Die nehme ich allerdings gerne und wieder ein Feuerzeug. Ich glaube, ich muss irgendwas ablegen. Ach, scheiße, ich muss die Birne ablegen. Die Birne. So. Jetzt habe ich wieder zwei Feuerzeuge. Ich habe doch gerade erst eins gefunden. Was soll das? Das sind zu viele. Und da ist noch eins. Was gehen ab? Okay, dann, wie viele Feuerzeuge, nix da. Okay, dann lege ich das da weg, das alte, und nehme das neue. Jetzt bin ich zwei Feuerzeugmann. Da sind irgendwo Lichtschalter, ne?
Irgendwo muss ein Lichtschalter sein. Da ist ja einer. Hallo. Hallo, lieber Lichtschalter. Da ist noch ein Feuerzeug. Alter, jetzt reicht's aber langsam. Und noch mehr Tabletten. Was geht denn bei euch ab, ey? So viele Tabletten kann ich gar nicht fressen. Guckt ihr das an? Ich bin schon komplett voll. Ein Einkaufskorb. Ja, den brauche ich hier schon eher, wenn ich ehrlich bin. So viel Zeug, wie ich hier gerade finde. So einen Einkaufskorb könnte ich jetzt brauchen. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist die Küche. Aha. Oh, oh, cool, jetzt kann ich Geist spielen. Ja, Mann. Der Geist, der macht das bestimmt auch immer hier. Bin ich mir ganz sicher. Aha. Also ich kann nur mit dem großen Schalter da oben interagieren, oder was? Scheint so. Okay, und was bringt mir das jetzt genau? Was kann, mit was kann ich denn da noch interagieren? Was ist denn da noch? Achso. Halten, weiter drehen. Kann ich den vielleicht irgendwo hinstellen? Wo ich den eventuell brauche. Also den Stuhl, den merken wir uns mal. Den Stuhl, den lassen wir jetzt mal hier liegen. Den merken wir uns. Und das Feuerzeug, das nehme ich jetzt auch wieder mit. Und hier bin ich im Licht. Das ist ganz nice. Das ist ganz fein. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich hier damit alles anfangen soll. Bitte geh auf. Danke. Ich sagte, bitte geh auf. Warte mal kurz. Ist mir nicht. Dein dynamisches Inventar ist voll, das weiß ich auch. Also irgendwas scheint mir den Weg blockiert zu haben, weil ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Oder ich bin zu doof. Ja, ich habe mir selbst den Weg blockiert, genau. Alles cool. Ich bin einfach nur ein bisschen dämlich. Passt. Das ist wunderbar. Ich hätte hier gerne ein bisschen mehr Licht. Oh. Ah, okay. Hinweis, vermeidest du. Ja, ja, ist klar. Hier ist kein Licht mehr. Warum ist hier kein Licht mehr? Gut, weißt du was? Ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt hier weiter, weil wir kommen von dort und ich gehe jetzt hier lang. Och, nö. Wieder irgendwas mit Kindern. Nee, ich gehe jetzt zuerst hier lang. Alter. Okay, hier braucht man wieder den Schlüssel. Nein. Nein, auch nicht gut. Passt. Und was haben wir da? Der Hocker ist jetzt im Lagerraum verstaut. Aha, was für ein Hocker. Hä, was ist denn das? Ach so. Ich dachte, das wäre irgendein Bildschirm oder sowas. Das ist einfach ein Spielzeug. Ja, da hatte ein Kind seinen Spaß, aber ich habe ihn hier gerade irgendwie nicht. Weil irgendwie bin ich jetzt wieder hier, ne? Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, als ich zuletzt hier war. Aber das ist auch gut, weil jetzt kann ich hier das Licht wieder anschalten. Oder es ausschalten? Ich glaube, ich habe es ausgemacht. Ja, ist jetzt auch egal, ne? Komm. Oh, mein Geisteszustand. Ja, bleib mal einfach hier. So, guten Tag. Klopf, klopf. Oh, da ist noch eine Kerze. Toll. Ich habe keinen Platz mehr. Das ist ein Wasserboiler. Okay, ich komme in diesem Spiel irgendwie nicht wirklich voran, habe ich den Eindruck. Weil ich bin mehr damit beschäftigt, das Haus zu untersuchen, wie irgendwie das Story zu fangen. Jetzt geh doch mal zu, du blöde Tür. Ich muss mir das echt mal in den Einstellungen angucken, ob man das irgendwie hinkriegt mit den Türen, dass man die halt normal schließen kann und nicht so, dass sich die Maus bewegen muss. Das finde ich nämlich immer ziemlich kacke. So, da ist natürlich eine Kerze, die will ich logischerweise mitnehmen, aber mein Inventar ist ziemlich voll und ich glaube, ich habe so viele Tabletten
kann ich mal eine reinwerfen und die dann fallen lassen einfach. So. Die sind wahrscheinlich sehr wichtig, aber ich will wenigstens noch zwei Kerzen dabei haben. Ach nein, ich habe es aus Versehen angezündet. Geil. Ja, gut. Auch gut. Ich habe es aus Versehen angezündet. Jetzt kriege ich auch das Feuerzeug nicht mehr aus, ne? Hallo? Lässt du das mal bitte fallen? Dankeschön. So, und jetzt hätte ich gerne die Kerze. Aha. Ja, gut, dann laufen wir jetzt einfach so mit der bescheidenen Kerze rum, ist mir auch recht. Hab sie halt aus Versehen. Links aufheben, rechts aufheben. Ja, du sollst sie auch richtig aufheben, du. Ja, egal. Nehmen sie halt einfach in die Hand, Mann. Okay, gut. Wo ging es jetzt weiter? Jetzt haben wir halt Licht. Und das Licht, das ist ein bisschen nervig für mich, aber für euch ist es wahrscheinlich gut. So, wir schauen uns heute wahrscheinlich einfach nur mal das Haus richtig an. Ich sehe die Kerze nicht mehr. Ich sehe die Kerze nicht mehr, Mann. Da, da ist sie ja. Gut. Heute gibt es eine richtige Hausbesichtigung. Hier haben wir anscheinend nichts mehr zu suchen. Das war ja auch schon mal sehr interessant. Hoffe ich. Ich stelle die mal da ab. Die Kerze. Ich stelle sie mal hier hin. Nee, lass sie da. Lass sie da, habe ich gesagt. So. Hab sie hingestellt. Oh, cool, ein Badezimmer. Ich muss eh mal kacken. So. Erledigt. Was ist denn da denn? Eine Kelle oder so. Oh, natürlich gibt es auch ein Licht. Also hier ist eigentlich generell sehr viel Licht. Ich weiß nicht, warum ich eine Kerze brauche. Und so viele Glühbirnen und Feuerzeuge. Hier ist eigentlich genug Licht. So, genau. Hier ging es nicht weiter. Ja. Alles klar. Dann öffnen wir mal den geheimen Keller oder was auch immer. Jetzt, Alter, mach doch diese blöde Tür auf. Ey, das ist zu blöd, um die Tür aufzumachen. Oder ich bin zu blöd, aber einer von uns beiden ist definitiv zu blöd. So, und es ist sehr wahrscheinlich, dass ich zu blöd bin. Was geht denn hier ab in dem Keller? Gibt es hier kein Licht? Kein Lichtschalter? Ah, doch. Sehr nice. Oh, geil. Sieht sogar... Oh, die würde ich direkt mitnehmen, Alter. Hier würde ich sowas von mitnehmen. Dann würde der Geist von mir weglaufen und nicht andersrum. Eieiei, geile Sache. Da mache ich den Geist direkt mal zu noch einem Geist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich teile ihn einfach in zwei. Alter, wie ich das hasse. Jetzt mach doch diese blöde Schublade auf. Ah, ich kann schon anschauen. Okay. Den umdrehen, vergrößern, verkleinern. Das ist eine Seite von einem Comic. Aha. Was haben wir denn mit Comics zu tun? Alter. So, dann lesen wir es halt so. Bis ich das mal gedreht habe, das dauert zu lange. Ah, warte mal. Ja, geil. So, und jetzt würde ich es gerne noch vergrößern. Hier kann man verkleinern. Und vergrößern kann ich es nicht mehr. Okay, was ist denn da passiert? Mann, der hat Polizeibesuch bekommen. Oder Frau, ich erkenne nicht mal, ob das Mann oder Frau ist. Also der hat auf jeden Fall Polizeibesuch bekommen und die labern jetzt irgendwas. Und dann... ist genau das passiert. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Okay, ach, das war wieder irgendein Achievement oder sowas. Geil.
Ich habe keine Ahnung, was das war, aber auf jeden Fall war es irgendwas. So, eine blöde Schublade, die mache ich jetzt nicht auf. Ist mir zu doof. Obwohl, vielleicht ist da was drin. So. Ja, auf jeden Fall ist in einem Comic irgendwas passiert. Irgendein Horror-Comic. Ich habe keinen Plan. Ich kenne mich mit Comics nicht aus. Gebet auf. Das Tür aufmachen und das Schrank aufmachen hier, das ist so nervig. Ich mag diese Steuerung nicht. Das soll einfach mit einem Klick aufgehen. Und hier ist eine Werkstatt. Und da ist ein hübsches altes Auto. Die alten Autos sehen halt einfach besser aus, ne? Die sehen halt einfach besser aus. Das kann man nicht anders sagen. Die sehen einfach geil aus. Die neuen Autos sehen irgendwie alle aus wie, was weiß ich, wie kleine Spielzeuge, finde ich. Mehr nicht. Wie irgendwelche billigen Plastikspielzeuge. Nicht so cool wie das hier zum Beispiel. Hier die ganzen Zigaretten da drinnen und das Bier oder was auch immer das ist. Es sieht doch geil aus. Und was ist da auf dem Tuch? Auf dem Tuch ist auch irgendwas. Ich sehe nicht was. So muss ein Auto aussehen. Und warum steht hier eine Couch mit Essensresten und lauter so Zeug, hä? Okay. Ja, warum nicht? Ja, hier kann man eine Kerze hinstellen, mitten auf den Stuhl. Natürlich. Weil ich gehe mal kurz ins Licht wieder. Ich war zwar jetzt eigentlich ganze Zeit im Licht, aber ist auch okay. Was denn? Oh. Oh, hier ist ja noch was. Hier ist ja noch ein Licht. Das ist ja nice. Halt die Klappe! Halt die Goschen, Alter. Halt die Goschen. So. Oh, eine schöne kleine Werkstatt. Ja, an so einem Teil kann man schon bestimmt viel rumbasteln. Ich bin jetzt zwar nicht so der Autofan und nicht so der Autobastler, aber was geil ist, das ist halt einfach geil. Das kann man nicht anders sagen. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Das hat nicht wirklich geholfen. Ja, ich komme doch schon nach oben. Ich komme doch schon. So, machen wir mal hier das Ding wieder aus. Ich habe eigentlich das Feuerzeug gemeint und nicht den Lichtschalter. Sei doch mal still. Ich bin doch schon wieder im Licht hier. Boah, Alter, dieses Haus. Das Feuerzeug ist leer. Du brauchst es nicht aufzubewahren. Hinweis, dein Feuerzeug ist fast leer. Ich will es ja auch wieder ausmachen, aber es geht nicht aus. Du brauchst es nicht aufzubewahren. Alles klar. Untersuchen. Ich lasse es jetzt einfach mal an. Mhm. Gibt es hier kein Feuerzeugbenzin oder sowas? Oder noch ein Feuerzeug? Eine Glasflasche. Aha. Alter, jetzt! Leg doch mal die blöde Glasflasche hin. Der liegt jetzt einfach die nicht hin. So. Und der soll endlich mal das Licht anlassen. Mach ganz Zeit das Licht aus. Das will ich nicht. Das ist zwar sehr stromsparend, aber in diesem Fall ist es eher ineffektiv. Also ich gehe mir jetzt erstmal ein neues Feuerzeug holen. Kann ich irgendwie rennen? Ja, ein bisschen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. War hier nicht auch noch ein Feuerzeug? Nee, ich glaube nicht, oder? Aber das war doch eigentlich schon relativ neu. Oder? Wo waren hier die ganzen Feuerzeuge, die ich gebunkert hatte? Hallo, Kerze. Ich lasse sie da jetzt... Ach, ich habe doch die Kerze, ja. Stimmt. Hab doch die Kerze. Warum nehme ich die nicht mit? So. Wer braucht schon Feuerzeuge, wenn er Kerzen hat, Alter? Hier. Das ist mal stromsparend. Nicht so wie der ganze Zeit Licht an, Licht aus. Ja, siehst du, kann mir jetzt egal sein. Ich habe jetzt voll die krasse geile Kerze.
So. Bitterlicht anlassen, ja. Ich sehe die nie, wenn die am Boden ist. Also, ich sehe sie schon, aber ich sehe meinen Mauscursor nicht. Das heißt, ich kann sie so schlecht greifen. Okay. Ja, dann stemme die Kerze doch mal da einfach ab. Ach nö, jetzt habe ich auch nichts mehr, um die Kerze anzumachen, ne? Geil. Daran habe ich nämlich nicht gedacht. Super. Ja, liebes Haus, braves Haus, ist doch alles gut. Ich kann das... beweg dich! Beweg dich! Da ist irgendwas dahinter. Bewegung! Jetzt hör doch mal auf, das Licht ganze Zeit an- und auszumachen, Mann. Gut. Ach, komm schon. Ach, komm schon, ich sehe nix. Ich bin blind. Ah, ich bin blind. Ach, toll. Ach, ganz toll. Er hat einfach überall das Licht ausgemacht. Blöde Geist. Toll, ich sehe überhaupt nix. Ja gut, dann müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt hier durch. Hä? So. Geschafft! Ja, eigentlich wollte ich hier noch nicht durch, aber der Geist hat das Licht ausgemacht. Die Kiste ist verschlossen. Ja, was du nicht sagst, ne? Versuchen wir es mal damit. Du kannst es hier nicht verwenden. Ich habe bestimmt voll viel übersehen, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe jetzt leider den Weg zurück nicht mehr gefunden, weil der Geist das Licht ausgemacht hat. Toll, und ich muss zurück, oder? Ach super, ich muss zurück. Wo ist denn hier die Lichtquelle eigentlich? Ich sehe hier keine Lampe und nichts. Ach toll, ich muss zurück. Ah, super. Super duper. Dann gehen wir mal. Boah, ich sehe halt gar nichts. Scheiße. Daran habe ich nicht gedacht. Okay. Ich finde halt den Weg zurück nicht, sonst würde ich mir jetzt ein Feuerzeug oder sonst was holen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Die Stelle kennen wir doch noch. Ist doch unsere Anfangsstelle. Ja, nice. Geile Sache, wir sind wieder daheim. Oder zurück oder was auch immer. Wir sind einfach einmal im Kreis gelaufen. Telefon, funktioniert noch? Alles klar. Telefon funktioniert. Boah, okay. Oh, ich wollte mich gerade ein bisschen entspannen, Mann. Lass mich doch chillen. Ich will einfach ein bisschen Netflix gucken und chillen, Mann. Du, was machst du? Ich hätte jetzt aber natürlich schon gerne meine ganzen Feuerzeuge wieder. Das wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Aber ich hatte das doch gerade erst aufgenommen. Warum ist es denn jetzt schon wieder leer gewesen? Und vor allem, was ist hier jetzt eigentlich die Story von dem Spiel? Ich check hier irgendwie gar nichts. Was sagt denn das Radio? Aha. Interessante Nachrichten. So, dann gehen wir doch einfach mal hier runter. Hier geht's dann wieder in den komischen Keller mit den ganzen Bildern und alles, aber... Jo. Machen wir doch einfach mal. Vielleicht finde ich ja hier ein Feuerzeug wieder oder so. Ja! Genau hier wollte ich hin. Zack. Feuerzeug, Alter. Feuerzeug. So, kann niemand schaden, dem Feuerzeug zu viel zu haben. Ich verstehe jetzt aber nicht so ganz, wo müssen wir eigentlich hin? Was verlangt das Spiel gerade von mir? Ach, Alter, mach doch diese beschissene Tür zu, ohne Witz mal. Mach sie doch einfach zu. Ich kann sie nicht zumachen, Alter. Das ist doch... Ich kann die Tür nicht zumachen.
Okay. Ich weiß jetzt so gar nicht, was wir eigentlich tun sollen. Wir brauchen einen Plattenspieler, habe ich den Eindruck. Nicht einen Plattenspieler, sondern eine Schallplatte. Wo wir die herkriegen sollen, weiß ich auch nicht. Wir können hier irgendwas machen, aber was verstehe ich auch nicht. Der Fernseher ist gerade von selber angegangen. Das finde ich auch nicht so gut. Das gefällt mir auch nicht so toll. Ich habe jetzt beide Feuerzeuge mitgenommen. Für den Fall, dass es wieder leer geht. Wo waren wir denn noch nicht? Ich glaube, wir hatten oben noch relativ viel, wo wir noch nicht waren. Also hier waren wir schon. Und komischerweise, jetzt wo wir die Tür aufgemacht haben, die letzte, hat der Geist sich anscheinend wieder beruhigt. Der flippt jetzt nicht mehr so aus. Ist auf einmal still geworden. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange so bleiben, aber er ist still geworden. Okay, jetzt weiß ich halt echt nicht mehr, wo wir noch lang müssen, damit es da irgendwie weitergeht. Ach, guck mal, hier blinkt das Licht. Ich wette, wir müssen hier lang. Aber ich sehe gerade, es wird Zeit, die Folge hier zu beenden. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge einfach mal hier hingehen. Ach, guck mal, jetzt weiß ich auch, wofür wir den Hocker brauchen. Ach, okay. Ja, das sehen wir uns dann aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich hoffe mal wieder, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir hier in Visage es mit einem sehr komischen Geist zu tun bekommen. Ohne Scheiß, der ist so penetrant. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat irgendwelche Störungen. Aber bis dahin sage ich einfach mal ciao.